klassische Astronomie funktioniert mit optischen Beobachtungen. Von Radiowellen über das Sichtbare bis zu hochenergetischen Strahlung wie Gammastrahlung. Und damit lässt sich aber nur 5% oder weniger 5% des bekannten Universums beobachten. Schwarze Löcher, Neutronensterne sind optisch nicht gut beobachtbar. Aber wenn diese schwarzen Löcher oder Neutronensterne sich zu nahe kommen und dann sogar kollidieren, senden sie halt in einem besonderen hohen Maße sehr starke Gravitationswellen aus. Eine Gravitationswelle würde den Raum minimal stauchen und strecken. Und genau dieses Stauchen und Strecken, dafür eignet sich perfekt ein sogenanntes Michelson-Interferometer. Ein einfaches Michelson-Interferometer hat eine Lichtquelle. Ein Laser ist immer gut, weil ein Laser hat halt besonders vorteilhafte Eigenschaften für dieses Messprinzip. Dann nimmt man dieses Laserlicht, lässt es auf einen halbdurchlässigen Spiegel, einen sogenannten Strahlteiler, und der teilt jetzt dieses Laserlicht in zwei idealerweise senkrecht zueinander verlaufenden Armen. Am Ende dieser Arme stellt man dann jeweils einen Spiegel, lässt das Licht zurück auf diesen Strahlteiler laufen und dort findet Interferenz statt. Das wird sich halt ein Interferenzmuster ausbilden, das, wenn die Armlängen sich zueinander ändern, flackert. Es würde einfach flackern. Und die große Herausforderung ist halt, diese gesamte Technik drumherum, sehr, sehr viel Technik einzubauen, um halt diese Arme möglichst von äußeren Störungen zu entkoppeln, dass halt idealerweise die Störung, die man aufzeichnet, genau diese Gravitationswelle ist. Wenn man sich GEO 600 von oben anschaut, erkennt man gerade eine L-Form, die halt unsere Messstrecken darstellt. 600 Meter lange Abdeckung, unter denen sich jeweils eine Vakuumröhre befindet, in denen das Laserlicht hin und her läuft. Das allererste ist, läuft der Detektor? Das tut er in der Regel. Und dann schaut man, ob er vernünftig läuft. Ist da eine Störung? Ist da vielleicht ein Rauschen? Ist da irgendein Effekt, der nicht sein sollte, den man beheben müsste, den man nachgehen muss? GEO 600 hat noch keine Gravitationswellen gemessen. Im Vergleich zu den großen Anlagen in Italien und der USA ist die Armlänge 6 bis 7 Mal kürzer. Basierend auf unserer Spiegelaufhängung hat unsere Kollaboration verbesserte Aufhängungen für Spiegel entwickelt und gerade in diese größeren Anlagen installiert, weil damit sowieso schon über die höhere Armlänge eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit ist, Gravitationswellen zu detektieren. Es ist ja nun so, dass wir inzwischen 50 bestätigte Detektionen von Gravitationswellen haben. Und der absolute Großteil ist der Zusammenstoß von schwarzen Löchern. Das ist genau die Art von Signal, die für uns jetzt detektierbar geworden ist mit den neuen Anlagen. Die haben über mehrere Jahre deutliche Upgrades eingebaut, also deutliche Verbesserungen mit dem Ziel, ihre Messempfindlichkeit einen Faktor 10 zu steigern. Und ein entscheidender Beitrag dieser Upgrades ist halt hier bei GEO und in der GEO-Kollaboration entstanden.